Und viele haben mich gefragt, warum kandidiert denn am 11. Februar war Frau Wagenknecht nicht? Weil die, da ich gesagt, weil die gar nicht am 26. September 21 nicht zur Wahl gestanden hat. Die das ist ja eine Wahlwiederholung. Die war Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Eben. Und hat mit Berlin schon seit vielen, vielen Jahren nichts mehr zu tun. Hat auch, ist ja auch nicht im Berliner Landesverband der Linken. Da hätte sie auch überhaupt gar keine Chance. Das muss man auch mal ganz, kann man auch mal ganz klar sagen, weil der Berliner Landesverband fast zu 100% gegen sie steht. Es gibt ein einziges Mitglied der Abgeordnetenhausfraktion, der nachvollziehbarer und erklärtermaßen bei ihr ist, und alle anderen sind es nicht. Das heißt, ja, also ein Bundestagskandidat ist, muss man auch mal sagen, ja, für einen der Wahlkreise, wo es noch interessant ist. Also es ist schon alles ein kleines... Und alle anderen stehen komplett gegen sie. Also das... Es gibt aber dennoch eine kleine Sarah Wagenknecht-Geschichte, oder hätte es geben können, wenn sich das Bundesverfassungsgericht dazu entschlossen hätte, dem Berliner Landesverfassungsgericht zu folgen und zu sagen, Berlin muss komplett neu wählen. Dann wären das sehr interessante Wahlen, unter anderem in den Wahlkreisen Treptow-Köpenick und Lichtenberg geworden, wo es die beiden Direktmandate der Linken gibt, nämlich Gregor Gysi und Gesine Lötsch. Wenn nur einer von beiden sein Direktmandat verloren hätte, dann wäre damit die gesamte, ich hätte es fast gesagt, Bundestagsfraktion, gibt es ja nicht mehr, aber die gesamte Gruppe im Bundestag plus die Abspaltung von Frau Wagenknecht von einem Tag auf den anderen draußen gewesen. Das wird jetzt nicht passieren, weil eben in Treptow-Köpenick und in Lichtenberg es nur winzige, versprengte, kleine Urnenwahlbezirke gibt. Das wird keinen Einfluss auf das Direktmandat haben, aber hätte es dazu geführt, dass komplett hätte neu gewählt werden müssen, dann wäre es interessant geworden.